Zum 25. Geburtstag der Hamburger Motorradtage, kurz HMT, ließ es der Veranstalter Dicon krachen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Neben einem Feuerwerk der Extraklasse engagierte das Team um Ecky Stürk den portugiesischen Stuntfahrer Ricardo Domingos. Der zeigte sein Können auf einer GSX-R ebenso wie auf einem Quad und auf einem 350 PS starken Giftzwerg, der nur noch äußerlich Ähnlichkeiten mit einem Smart hatte. So. Extra zur Geburtstagsmesse, die vom 22. bis 24. Februar 2019 in den Hallen der Hamburg-Messe stattfand, hatte der Moderator aufgerüstet und sich einen erstarkten Brüllwürfel mit gefühlten 100.000 Watt gekauft. Aber gegen Ricardo Domingos hatte er keine Chance. Vor allem der Giftzwerg war noch viel lauter. So muss das sein auf einer Stuntshow. Sensationell, was den Messebesuchern da in der Hansestadt geboten wurde.